Ein Mann steht an einem tiefen Abgrund, unter Wasser, ohne Sauerstoffflasche, ohne Hilfsmittel. Er springt ab und taucht wie im freien Fall scheinbar endlos in die Tiefe. Und taucht und taucht. Ein spektakuläres Video und seine Macher. Die beiden Franzosen Guillaume Nery und Julie Gauthier. Ich hatte mal einen Film über einen Freifallspringer gesehen, der in den Alpen knapp an den Bergspitzen entlang flog. Er hatte so einen Anzug mit Flügeln an. Ich dachte mir, eines Tages will ich das auch machen. Aber dafür muss man sehr lange trainieren. Deshalb wollte ich es erst mal unter Wasser versuchen. Guillaume Nery und seine Freundin Julie Gauthier sind professionelle Apnoe-Taucher und fahren regelmäßig zu Wettbewerben auf der ganzen Welt. Hier im französischen Nizza an der Côte d'Azur leben und trainieren sie. Der 28-jährige Guillaume Nery war bereits 4-mal Weltrekordhalter im sogenannten Freediving, dem Tauchen ohne Hilfsmittel. Vor jedem dieser Apnoe-Tauchgänge ohne künstliche Sauerstoffversorgung sind Streck- und Atemübungen wichtig, um den Körper auf die enorme Anstrengung und den hohen Druck in der Tiefe vorzubereiten. Als Lebewesen, die wir auf dem festen Erdboden leben, müssen wir ständig unsere Muskeln anspannen. Unter Wasser hingegen muss man wie zu einer Flüssigkeit werden und sich entspannen. Das ist der Schlüssel zur Unterwasserbewegung. Das Video vom freien Fall im Wasser entstand am sogenannten Dean's Blue Hole, dem tiefsten Meeresloch der Welt auf den Bahamas, gefilmt mit einer speziellen Kamera in einem wasserfesten Hightech-Gehäuse. Kamerafrau Julie Gauthier ging auch ganz ohne Hilfsmittel unter Wasser, um sich freier bewegen zu können und keine störenden Luftblasen zu produzieren. An insgesamt 4 Nachmittagen entstanden die Aufnahmen für den 4-minütigen Videoclip. Denn was im Film wirkt, als wäre es ein einziger unglaublicher Tauchgang bis in mehr als 200 Meter Tiefe, ist in Wahrheit ein Zusammenschnitt mehrerer kürzerer Abschnitte. Guillaume Nerys persönliche Rekordtiefe im Freitauchen liegt bei 115 Metern. Für die Dreharbeiten ging es für die beiden aber nur bis zu 40 Meter unter die Wasseroberfläche. Insgesamt tauchten sie etwa 80 Mal hinab, um das Material für ihren Film zu bekommen. Etwa 2 Minuten lang konnten sie so, ohne Luft zu holen, unter Wasser bleiben. Dass die Aufnahmen im Nachhinein den Eindruck eines durchgehenden Rekordtauchgangs erwecken, daran hatte Julie Gauthier wesentlichen Anteil. Auch sie eine erfahrene Freitaucherin. Doch die Rolle als Kamerafrau war für sie neu. Mein großer Vorteil ist, dass ich den Druckausgleich in den Ohren unter Wasser nicht mit der Hand machen muss. Das heißt, dass ich die Muskeln, die sich rund um das Innenohr befinden, benutze, um den Druck auszugleichen. So konnte ich die Kamera ständig mit beiden Händen festhalten, was eine absolute Bildstabilität garantiert. Das Rohmaterial schnitten die beiden Franzosen gemeinsam. Als sie den fertigen Film Ende Mai im Internet veröffentlichten, wollten sie ursprünglich vor allem andere Apnoe-Taucher mit ihrem Kunstvideo erreichen. Wir wollten, dass die Leute denken, oh, so habe ich das noch nie gesehen, wie jemand unter Wasser läuft, fliegt, klettert. Es sollte einen neuen Blick auf die Sportart werfen. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass der Film ein solcher Erfolg wird und neben Apnoe-Tauchern auch die breite Masse erreicht. Rund 5,5 Millionen Menschen haben das Video inzwischen im Internet angesehen. Mehrere Tausend kommen täglich hinzu. Ein großer Erfolg für das erste gemeinsame Projekt der beiden. Nun sprudeln sie vor neuen Ideen. Doch Eile haben sie damit nicht. Denn eins ist für sie klar: Qualität geht vor Quantität.